Gut. Hallo, wer bist du denn, guter Mann? Es ist mir eine Freude, euch zu Diensten sein zu können. Oh, neue Frisuren. Der Pferdeschwanz, der Kriegerstreifen, Glatze, Standardbart, Vollbart, Nassrasur, Schnäuzer, Barbarenschnäuzer. Wollen wir Pferdeschwanz? Mal gucken, wie das so aussieht. Der Darkwood ist gefährlich, oh Held. Na, das Blöde ist, wie gesagt, dass man nicht so richtig nah ranzoomen kann. In den meisten Situationen. Oh ja, wir können es erahnen, glaube ich, so ein bisschen. Wie der Pferdeschwanz, wie der Zopf gebunden ist. Joa. Falls euch irgendwas unterwegs begegnet oder so übrigens, was ihr so, wenn ich durch die Menüs klicke, was ihr so seht und wo ihr so denkt, aha, das möchte ich doch in jedem Falle haben, gerne und überhaupt, dann könnt ihr mir das so schreiben. Und dann, wenn ich das nächste Mal so einen Händler eben sehe, dann versuche ich, ja, eure Wünsche diesbezüglich zu berücksichtigen. Ansonsten probiere ich jetzt einfach ein bisschen rum. Werde dabei wahrscheinlich wenig modisch aussehen, oftmals, aber... Ein paar Räuber verlangen Zoll in dieser Region. Vorsicht! Räuber verlangen Zoll? Aha. Ich hoffe, ihr habt das Gold für sie. Diese Räuber bringen uns zum Spaß und... Der Räuberzoll ist fällig. Haltet das Gold bereit. Mhm. Klingt ja sympathisch. Hey, ihr da. Wer keinen Zoll zahlt, stirbt eines qualvollen Todes. Ich kann nicht lesen. Was für ein Tod? Wie? Was? Wo? Das müsst ihr mal genauer erklären. Das ist ein Privatweg. Ihr müsst zahlen, wenn ihr durch wollt. Privatweg? Ach so. Hm. Oder wir könnten euren Kopf zur Zierde aufhängen. Uns ist beides recht. Also, wenn euch euer Leben lieb ist, schiebt die Talerchen rüber. Dem Räuber 400 Gold geben, habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Gebt die Talerchen her und wir lassen euch durch. Ich glaube, da müssen wir mal verzichten, Kollege. Wir lösen die ganze Sache mal ein bisschen anders. Ich lasse mich doch hier nicht ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. Bin ich denn? So. So, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Hallo, ihr sympathischen Burschen. Mensch! Ihr habt aber ein schönes Lager hier. So friedvoll. Und so. Tschup, 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 tschup. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam, bam. Mhm, mhm, mhm. Ja, das war doch schon mal ganz okay. So, habt ihr zufälligerweise irgendwo was, was halbwegs interessant ist oder so? Was seid ihr denn für kleine Schnuckis? Zu Hilf, der Held kommt, der Held. Der Held aus der Legende. Oder so. Also irgendwann mal wird vielleicht mal eine Legende zu meinen Heldentaten geschrieben werden. Oh ja. Und da werden die Leute sagen, der Held, Arschgesicht. Der... Ja, der, der die Räuber aus dem Wald vertrieben hat und wir fortan mussten, also wir mussten fortan keinen Wegzoll mehr zahlen. Das, ja. Das ist die ganze Heldensage. Oh, Geheimnis umwittert, geheimnisvoll. Muss ein bisschen ausgeschmückt werden. Ich bin jetzt auch kein Poet vor dem Herrn. Aber dafür gibt es ja die Barden. Ich bin ja mehr der Mann fürs Grobe, der dann so halt mal draufhaut und so und dann so sagt, ja gut, also das ist jetzt meine Heldentat. Ich glaube, der große Dicke ist der Anführer. Ist meistens so, irgendwie. Die großen, dicken, fetten, das sind die Anführer. Also, weil das sind die wohlgenährtesten, quasi. Oh, der große Dicke, der traut sich nach vorne. Raffiniert, beziehungsweise geradezu, ja. Mutig. So, ich glaube, es ist jetzt 1 gegen 1. Du, der ich, du, der ich. Oh, offenkundig du. Nein. Ah, I, U, hey. Oh. Ja. Hm. Schön. Was haben wir denn hier? Plünderparty. Flammenverstärkung. Fügt durch Feuer verwundbaren Wesen zusätzlichen Schaden zu. Über das Waffenmenü könnt ihr diese Verstärkung an eure Waffe binden. Nicht vergessen, der Effekt ist dauerhaft. Ja. Waffenverstärkungen können an manchen Waffen angebracht werden, um diesen spezielle Kräfte zu verleihen. Wählt dazu erst eine verstärkbare Waffe aus eurem Inventar und dann die Verstärkung aus.
Wurde eine Verstärkung erst einmal angebracht, kann sie nicht mehr entfernt werden. Jede Waffe hat eine begrenzte Anzahl von Plätzen für Verstärkungen, also nutzt sie weise. Erinnert ein bisschen an Monster Hunter. Also Monster Hunter 3 zum Beispiel. Monster Hunter 3 Ultimate. Da war das ja mit Waffen- und Rüstungsteilen genauso. 500 Gold! Whee! Wir sind reich! Fast. Oh. Ich kann die Fässer hier kaputt machen. Vollkommen ungestraft, weil es ein Räuberlager ist. Ach so! Ich kann die Fässer hier kaputt machen. Hm, herrlich. Das waren Explosionsfässer. Sammeln wir so eine. Oh. Es lohnt sich, sich umzugucken, wenn ich das so sehe. Stahlspitzhammer. Trotz des besonderen Stahls und der kunstfertigen Goldarbeiten wurde diese edle Waffe ganz offensichtlich recht häufig benutzt. Die vielen Kratzer am Metall und das abgeschabte, salzverkrustete Leder am Schaft deuten darauf hin, dass die Waffe wahrscheinlich einst einem Kapitän zur See gehört hat. Die Waffe ist schlechter als meine momentane, deswegen egal. Aber schön, dass wir sie haben. So, hier ist irgendwie nichts drin. Aha, hier haben die Räuber immer geguckt oder so. Weiß ich nicht. Dupp-di-dupp. Also ich bekomme die ganze Zeit Sachen dazu. Ich bin zumindest unten links. Irgendwelche Tränke, war mal ein bisschen Fleisch dabei und so. Also, ja, das hat sich schon irgendwie ein bisschen gelohnt. Schön. Habe ich noch irgendwas vergessen hier? Ich bin gerade über Gold gelaufen. Habe ich noch irgendwas anderes vergessen? Haben die hier noch irgendwas anderes? Nee. Weiß nicht. Das sieht eigentlich auch nicht so aus. Für den Moment glauben wir jetzt einfach mal, dass wir alles haben. Andere Fässer oder so standen hier nicht rum, oder? Hier vorne zumindest nicht. Haben die hier jemanden... Nö. Eingesperrt, eingekerkert oder so? Wohl eher nicht. Dann... Lass uns mal weiter voranschreiten. Wir haben wieder mal eine gute Tat vollbracht. Wir sind wahrlich ein Held. Oh, guck mal an. Hallo. Wir machen das so. Ihr tut vor mir etwas schrecklich Böses. Dann gehe ich auf. Etwas schrecklich Böses. Da würde mir spontan Mord einfallen. Also jemanden hierher lotsen und ihn dann umnieten. Die Spinnweben sagen mir überhaupt nicht zu, aber na gut. Ja. Kann ich momentan nicht mit dienen. Stattdessen gehen wir weiter. In das nächste Gebiet. Greatwood. Cullis Gate. Ich bin gerade übrigens am Überlegen. Nee, ich gehe richtig. Rechts sind Hobbs. Und links, was ist es hier? Cullis Tor. Ach so. Cullis Tore sind die Warp-Tore, falls ihr euch erinnert. In Bower's Dawn war direkt eins. Oh, guck mal. Hallo, du kleiner, süßer Hopp, du. Die machen übrigens Feuerzauber. Da wurde mir ja gesagt, dass ich bei meiner Rüstung drauf aufpassen soll. Du lebst doch, oder? Ja, ich wollte gerade sagen. Ich hab doch Sternchen über deinem Kopf gesehen. Irgendwelche Leute kloppen sich da mit Hops. So, hier könnten wir... Was zum Teufel? Wunderbar abkürzen. Also zumindest zurückreisen. Zu irgendwelchen anderen Punkten. Aber stattdessen... Reisen wir jetzt erstmal hier weiter voran. Ja, und sprechen mal mit den ganzen Leuten hier. Möchtet ihr vielleicht handeln? Weil vielleicht hat ja irgendjemand was. Eisenhackmesser, nee. Hast du irgendwas Günstiges oder so vielleicht? Stahlkatane, ja gut, das habe ich ja schon. Die Obsidian-Dinger oder so. Ja, Distanzwaffen benutze ich ja nicht. Oder hat hier irgendjemand... Irgendjemand noch Rüstungsteile? Irgendwas? Hallo? Da ist ja schon wieder so ein Hop. Gesundheitstrank. 12 im Besitz. Ja, ich kann natürlich auch solche Kornsäcke oder so mal kaufen und dann beim nächsten Händler verkaufen, ne? Aber ich bin da jetzt auch nicht so der Handelsfuzzi. Ich vergesse sowieso, dass ich die Sachen dann im Inventar habe. Und ja, dann habe ich auch keinen volkswirtschaftlichen Nutzen davon getragen. Versucht, euren Kampfmultiplikator noch höher zu bekommen.
Deswegen lassen wir auch das für den Moment einfach mal. Jo. Brücke. Interessant. Abzweigung. Auch interessant. Wo geht's denn hier lang? Zum Landhaus Rose. Landhäuser sind immer schön. Das ist eine Sackgasse, das weiß ich. Deswegen gucken wir da jetzt einfach mal rein. Können wir schon mal das Gebiet unter die Lupe nehmen. Da werden wir noch für eine andere Quest mal hinkommen. Aber ich glaube, vielleicht können wir sogar noch einen Silberschlüssel abstauben oder so. Mal gucken, mal gucken. So, was haben wir hier? Gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Hier geht's nicht hoch. Oh, da hinten ist wieder eine Dämonentür. Was willst du denn? Bei der ersten Verabredung mache ich niemals auf. Mein Herz wurde schon zu oft gebrochen. Ich kann nur jemanden reinlassen, der mich wirklich liebt. Der mich wirklich liebt. Bei der ersten Verabredung. Also einfach öfter hier vorbeischauen oder so? Vielleicht würde das funktionieren. Behalten wir mal im Hinterkopf. Ich könnte jetzt natürlich mal ausprobieren. Rein, raus in das Gebiet. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Vielleicht. Hab aber keinen Schimmer. Warum habe ich jetzt Bosheitspunkte bekommen? Nur weil ich die Dornenhecken hier zerstört habe. Ich will doch nur an das Gold rankommen. An das schöne, schöne Gold. Bevor das da so nutzlos in der Truhe rumliegt. Wenig los hier, ne? Hallo. Abgeschlossen. Tja. Wer auch immer hier wohnt. Momentan ist Essig. Cool. Ja, zumindest Schatzruhe bekommen. Bisschen zusätzliches Gold. Und die Dämonentür gesehen. Müssen wir ausprobieren. Wir werden hier noch öfter in der Gegend herumreisen, also wenn wir dann mal wieder hier in der Gegend sind, dann schauen wir hier einfach vorbei. Oh, ihr lieben Händler, ihr lauft da in euer Verderben. Ha 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 ha, deswegen kümmere ich mich mal schnell drum. Dup, die, dup. Ja, ja, Hilfe. Ich nehme mich nun. Ja, ich mach doch schon. Ich gebe mir schon Mühe. So. Die ganzen Händler jetzt auch hinter mir stehen. Und dann selber eingreifen und meine Erfahrungspunkte einheimsen. Ich finde das echt nicht fair, Leute. Wie soll ein ehrbarer Held wie meine Wenigkeit so bitte Erfahrungspunkte verdienen, wenn ihr mich um meinen Lorbeeren bringt? Von mit der Armbrust erwischt. Das fand ich jetzt wenig lustig, Kollege. Das unterlassen wir in Zukunft bitte mal, ja? Okay. Ja. Ich bin es nur wegen Erfahrungspunkten zurückgerannt. Nur so. Aber ich glaube, das ist auch euch einigermaßen klar. Mir geht's voll gut, mir geht's voll gut. Noch ist übrigens die. Noch hat die Quest nicht angefangen. Nur mal so. Oh, hier können wir angeln. Auch das versteht sich fast von selbst, glaube ich. Wir stehen eigentlich mitten in diesem komischen Strudel drin, aber was soll's. Bin mal gespannt, ob der Strudel gleich weg ist oder nicht. Scheint jedenfalls ein hartnäckiger Fisch zu sein. Wenn man sich anguckt, wie groß die grüne Leiste war. Ja. Böses kleines Fischi, Fischi, Fischi. Kommst du zu Papa? Kommst du zu Papa? Hm? Da ist aber jemand widerspenstig. Also. Haha. So. Mondfisch. Yay. Oh, du hast ein Mondgesicht. 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 Nee, das ging irgendwie anders. Titelmelodie von Dr. Slump. Total konfuse Serie. Wenn die Haustür eines Dorfbewohners geschlossen ist, möchtet ihr euch wahrscheinlich nicht im Haus haben. Ach was.
Oh. Wo, wie, wo, wie bin ich denn hier? Wie denn, wo denn, was denn? Wo bin ich denn hier gelandet? Hauptzauberer gehen mir auf den Sack. Da ist wieder eine Dämonentür, das ist interessant. Ja, die ganzen Hops kommen hier aber nicht von... Oh, ich kann ja doch einen Finisher machen. Das wusste ich gar nicht mehr. Interessant. Wenn die am Boden liegen, dann kann ich sie also nochmal aufspießen. Gut zu wissen. So, was hast du für ein Problem? Auch Spinnenweben. Bevor euer Kampfmultiplikator nicht höher ist, gehe ich nicht auf. Aha. Das ist schlecht. Kampfmultiplikator höher. Ja, den kann ich ja bei Zeit mal erhöhen. Wer hier eintritt, der lässt alle Hoffnung fahren. Ja. Was sollte diese Aussage jetzt? Hinter diesem Tor, in dieser Höhle, da lauert der Tod. Rotes Fleisch. Proteinreiche Nahrung für heranwachsende Helden. Om nom nom. Ja, ich glaube, man kann so andeutungsweise erahnen, oder? Dass da drin die Luzi abgeht. Aber das schauen wir uns noch nicht an. Nein, noch nicht. Weil es ist ja nicht unsere Aufgabe. Werden wir noch früh genug reinschauen, keine Sorge. Wir sollen ja in den Darkwood gehen. Vielen Dank für euren Besuch im Greatwood. Ist auch nicht viel besser, wenn ich das mal so sagen darf. Also, ob ich nun in eine finstere Höhle gehe oder in den sogenannten Darkwood. Ja, klingt beides nicht sehr einladend. Aber da dürfen wir jetzt, da dürfen wir nicht so zimperlich sein. Da müssen wir jetzt durch. Und uns ein paar weitere Lorbeeren verdienen. Abo sei Dank, dass ihr hier seid. Ich dachte schon, wir müssen in diesem Höllenloch sterben. Wir müssen zum Grabhügelfeld am anderen Ende des Darkwoods. Ihr geht voraus. Wir sind direkt hinter euch. Je eher wir diesen Wald hinter uns lassen, desto besser. Da drin lauern unnatürliche Dinge. Unnatürlich? Hat sich für mich, sehr bescheiden angehört. Bei diesem Quest müssen alle Händler überleben. Ihr könnt eine Gruppe von Anhängern mit den Ausdrucksmitteln Folgen und Warten kontrollieren. Ja. Bei bedachten Einsatz könnt ihr so vielleicht Schaden von den Händlern abwenden. Achtet genau auf ihre Gesundheit. So, jetzt wird's natürlich spannend. Kapelle. Erfreut die Götter und sie lassen das Böse in eure Seele. Ja, klingt witzig. Okay, die Kapelle gucken wir uns bei Zeit mal an. Für den Moment... Ja. Gehen wir aber erstmal vorsichtig voran. So natürlich die Karte im Auge zu behalten, in der Hoffnung, dass wir die Feinde rechtzeitig sehen. Und nicht in einer Bude zu stehen. Ah, Hilfe! Etwas hat mich gebissen und für tot gehalten. Lasst mich mitkommen! Er darf uns nicht folgen. Er ist infiziert. Ehe wir uns versehen, wird er uns auffressen. Wir haben einen Händlereid abgelegt. Wir müssen ihm helfen. Das ist keine gute Idee. Gar keine gute Idee. Ich bezahle gut und mach keinen Ärger. Werdet ihr den Händler euch folgen lassen? Ja, das ist so eine Gewissensentscheidung, ne? Infiziert? Gebissen? Von was gebissen? Ja, aber wir können ihn ja nicht hier draußen sterben lassen. Danke sehr, ich bin euch sehr dankbar. Wir nehmen ihn mit. So. Die Entscheidung so gut war. Oh, da hinten ist eine Truhe. Und hier sind zwei Fässer, die einfach so in der Gegend rumstehen. Sollen wir gehen? Ja, geht sofort voran, Leute. Ich plündere nur kurz die Kiste hier. So, alte Heldenregel. Wiederbelebungsfiole. Nix einfach so liegen lassen. Ich wurde nicht Händler, um von Belverine gefressen zu werden. Das passiert uns ganz sicher nicht. Ich muss ein bisschen Freizeit mit den Kindern verbringen. Die labern jetzt natürlich in einer Tour. Darkwood-Sümpfe. Wir haben jetzt noch einige Gebiete vor uns. Okay, so viele, ich weiß gar nicht mehr. Aber der Darkwood hat schon eine gewisse Größe. Oh. Guck mal an, was für sympathische Wesen hier auf uns warten.
die gerade von der Karte auch verschwunden sind. Ein Belverin! Tötet ihn! Tötet ihn! Ja. Lass bloß die Händler in Ruhe. Das ist das Einzige, was jetzt zählt gerade für mich. Auf mich kannst du so oft draufspringen, wie du möchtest, aber lass die Händler in Ruhe. Belverine sind hässliche Wesen, die verdammt flink sind. Also sind keine schönen Gegner hier in Fable. Vor allem, wenn sie in größerer Zahl auftauchen. Direkt hinter euch? Nee. Okay. Die machen echt keinen Spaß. Wenn man sie zu Zuge kommen lässt. Aber gut. Ging jetzt für den Moment nochmal gut. Der eine wurde verletzt, aber das ist nicht unserer. Also der nicht für die Quest relevante, sagen wir es mal so. Es kann nicht mehr weit sein. Seid gewahr, Reisender. Ich gewähre nur den kampferprobtesten Durchlass. Wenn ihr möchtet, prüfen meine Hüter eure Kräfte im Kampf. Besteht ihre Herausforderung und meine Belohnung gehört euch. Klingt super, aber nicht jetzt, während wir die Quest machen. Da gehen mir nur meine Händler drauf. Ja, behalten wir aber im Hinterkopf. Das ist also eine Tür, die man sie relativ leicht öffnen kann, zumindest von der Bedingung her. Ich weiß noch nicht, was dann alles auf einen zugewandt kommt. Ich wusste du, heute, die, du. Ich wusste es einfach. Hört auf, mich so anzustarren. Ich verwandle mich schon nicht. Ja, mal gucken. Gehe ganz gerne ein bisschen langsam, damit ich die Situation einfach vollkommen unter Kontrolle habe. Ich habe keine Lust, mich zu weit von den Händlern zu entfernen. Geht nicht zu nah ran. So. Die Dinger hier. Ups. Die explodieren wohl. Weshalb wir sie vorher zum Explodieren bringen. Bevor sie Schaden bei den Händlern verursachen können. Ja, ihr habt euch halt ausgesucht, Leute. Passt schon.